Guten Abend zusammen. Viele von uns hier, die hier sitzen, sind ja früher noch groß geworden mit so klassischen Erziehungssprüchen, oder? Mit so sympathischen Sachen wie: Solange du deine Füße unter mein... Oh, ich wusste nicht, dass es alle betroffen hatte. Ja, in vielen Familien heißt der Satz ja mittlerweile: Solange du deine Füße auf meinen Tisch legst, wird dir jessen, was der Pizzadienst liefert. Es gab damals ja wirklich für jede Situation so einen Spruch. Wenn man mal als Jugendlicher damals zu lange vor der Glotze gesessen hatte, zack, kamen die Eltern um die Ecke: Vorsicht, Junge, du weißt doch, vom Fernsehen kriegt man viereckige Augen. Aber ganz ehrlich, wenn an dem Spruch was dran ist, frag ich mich, was hat Mesut Özil geguckt? Waschmaschine? Ich finde ja eh, Eltern müssen ein bisschen aufpassen, was sie ihren Kindern da alles erzählen. So ein Spruch kann ja gefährlich werden, der kann ja komplett nach hinten losgehen. Nehmen wir mal hier diesen Klassiker, kennt auch jeder. Ist deinen Teller leer, dann kriegen wir morgen schönes Wetter. Ja, was haben wir jetzt davon? Dicke Kinder und Klimaerwärmung. Muss man. Ja, da muss man aufpassen. Ich versuche ja zu Hause komplett auf diese Art Sprüche zu verzichten. Obwohl ich zugebe, hier und da würde ich ja auch mal ganz gerne zu meiner Frau sagen: Vorsicht, Schatz. Vom Telefonieren bekommt man rot leuchtende Ohren. Telefoniert rund um die Uhr, stundenlang. Haben wir jetzt mal drüber geredet. Ist mittlerweile auch schon ein kleines bisschen besser geworden. Zuletzt hat er es mal geschafft, nur 20 Minuten zu telefonieren. Habe ich gesagt: Boah, super, Schatz, das ging ja flott. Wer war es denn? Sagt so: Keine Ahnung, falsch verbunden. Redet halt gern, ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja alle unsere Schwächen. Das Blöde ist ja nur, wenn man eine Zeit lang verheiratet ist, dann fallen die alle auf. Und irgendwann kriegt man die täglich aufs Brot geschmiert. Ich kann mir jetzt immer so Sachen anhören wie: Du guckst so viel Fußball, du atmest nachts zu laut, du kannst doch gar keinen Durst mehr haben. Und seit neuestem: Du hast mir auch schon lange kein schönes Geschenk mehr gemacht. Dabei gebe ich mir größte Mühe, nur es klappt nicht richtig. Als ich jetzt zuletzt, ja, ist jetzt auch schon fast 2 Monate her, mein Weihnachtsgeschenk gegeben habe, war sie total enttäuscht. Obwohl ich ihr diesmal extra besonders gut zugehört hatte, was sie sich wünscht, und hatte ihr, total schön, war ich auch sehr stolz auf mich, Ersatzteile für ihr Rad geschenkt. Ja, hat sie dann feierlich ausgepackt und war total geknickt. Sagt sie: Kannst du mir sagen, was ich damit soll? Kannst du mir mal bitte erklären, was meinst du auch noch, ob ich nicht wüsste, dass sie gar kein Rad hat? Da stehe ich da wie so ein Trottel mit meinem Geschenk, habe ich mich natürlich auch gefragt, wenn sie kein Rad hat, warum wünscht sie sich denn dann eine neue Kette und einen Mantel? Ja, ist auch. Hab zuletzt noch gelesen, dass die Beziehung bei uns im Wandel ist. Es gibt ja immer mehr Single-Haushalte, es werden immer weniger Kinder geboren. Bei uns sogar die wenigsten Kinder in ganz Europa. Die meisten werden übrigens gezeugt von Italienern. Aber da brauche ich auch keine Statistik für, das weiß ich auch so, wenn ich bei uns ins Nachbarhaus gucke. Ist ein Zweifamilienhaus. Oben in der Wohnung wohnt der Luigi, in der Wohnung darunter der Heinz. Luigi hatte 5 Bambini, Heinz keins. Heinz wollte aber auch, ist er nach oben gestapft zum Luigi, hat gesagt: Hör uns, Junge, ist unfair, du hast 5 Pens, ich kein einziges Mal so von Mann zu Mann. Kannst mir nicht mal einen Tipp geben? Hat der Luigi gesagt: Doch, pass auf, Heinz. Jetzt kriegst du einen Tipp von einem richtig italienischen Mann. Da machst du genau so, wie ich sage, da kann nichts schief gehen. Du kaufst Massageöl und Duschgel, Negligé und Besen ein. Zu Haus beziehst du dann die Bette, frische Masse, schöne Musik an mit Kerzenschein. Dann geht sie duschen und du massierst sie, Negligé an, alles klar. Okay, das hab ich jetzt verstanden, doch wofür ist der Besen da? Oh, Heinz, muss ich alles erklären, ne? Wenn dein Frau deine Schöne duftend in die Bett liegt voller Gier, nimmst du Besen, klopfst an Decke, komm ich runter, zeig ich dir. Aber es ist ja wirklich wahr, es gibt bei uns immer weniger Kinder.
Und ich habe mich gefragt, wie soll das in Zukunft alles werden, auch bei uns im Fastelovend. Da wird ja auch so oft über Nachwuchsmangel gesprochen. Aber ich bin mir sehr sicher, auch im Karneval wird es weitergehen, denn wir hatten zuletzt bei uns eine Schulsitzung mit einem eigenen Schüler Dreigestirn. Und als ich die drei da auf der Bühne habe stehen sehen, habe ich gedacht, klar, Zukunft, mal springen zu wat küt, die werden ja auch älter. Und da habe ich das vor meinem geistigen Auge gesehen. Prinzenproklamation 2040 hier im Gürzenich und meine Schüler im Dreigestirn. Ich glaube, dann geht die Post ab mit Prinz Kevin, Bauer Murat und Jungfrau Jacqueline. Mit ihren Insignien der Macht, Hantel, Dönerspieß und Handy gehen in die Geschichte ein als das Keinhirn-Dreigestirn. Prinz Kevin betritt in seinem wunderbaren Ornat die Bühne dann mit so leicht tief sitzender Strumpfhose und singt mit glockengleicher Stimme für sein Volk: Ich bin der Prinz im Karneval, zu mir sagen Frauen in jedem Saal, los, schreib mir Prinz auf meinen Leib. Ach, wüsste ich nur, wie man Prinz schreibt, das wär so wunderschön, das wär so wunderschön. Und direkt daneben steht dann der Staatse Buhr, Bauer Murat, mit seinem Lied: Hob dem Matsch doch nicht parat, ich bin der Murat. Ich bin der, der Imitat von teure Uhr hat. Und die Lüg sind am Lure. Boah, wat hat dann da der Buhr für krasse Uhre? Ich glaube, das wird eine schöne Session und dann feiern wir mit Bauer Murat von Dönerstag durch bis Eichemittwoch. Es sind aber wirklich ganz viele Leute, die machen sich Gedanken um die Entwicklung vom Karneval. Es sind auch sehr viele Pessimisten dabei. Leute, die glauben, dass was wir hier feiern, wird irgendwann in Zukunft so ein Event mit dem Namen Ballermann meets Comedy. Ich glaube aber, dass der Karneval seine Seele behalten wird und habe die Hoffnung, im Jahre 2040 dann auch nochmal hier auf dieser Bühne stehen zu dürfen, um dann mit einer ganz traditionellen Nummer aufzutreten, und zwar mit einem sogenannten Krätzchen. Mein Sessionsprogramm 2040 habe ich selbstverständlich schon fertig geschrieben. Ich habe Zeit, das zu tun, ich bin Lehrer. Und einen Teil davon würde ich jetzt ganz gerne mal ausprobieren wollen. Hat mir dafür auch meine Krätzchensnase mitgebracht. Ihr seht schon, die ist schwarz, denn in Zukunft wird nicht alles rosig sein. Klimaerwärmung trifft Narretei, Schull und Fedels züch us gefalle, hitzefrei. Der Meeresspiegel steigt rasant, hurra, wir haben mehr Nordseestrand. Denn Holland is at afgesoffe, und England hättet auch getroffe. Ihr fragt euch, hättet Düsseldorf auch erwischt? Leider nicht. In Köln, da ist die U-Bahn fertig. Fast. Der Dom, der steht jetzt unterirdisch. Dort drüber ist ein Privatkapelle, Tebatz van Elst, Bischof von Kölle. Der bekleidet nebenher noch mehr Positionen, ist Chefredakteur von Schöner Wohnen. Hätte er dafür eine Arschtritt gekriegt? Leider nicht. Sitzung 2040, der Saal ist am Toben. Der Saal ist am Toben. Der Elverat wird feierlich reingeschoben. Und besteht dann aus, das ist jetzt kein Lästern, 5 Senatoren und ihren 6 Krankenschwestern. Kanz und Stelter sind dann längst schon in Rente.
Och, de Höhner füttere mit der Blackföße Ente. Übt sich der Präsident denn dann auch im Verzicht? Gott sei Dank noch nicht. Na, ich möchte noch mal wiederkommen dürfen. Außerdem, ich darf ein kleines Geheimnis lüften. Er ist gerade ganz aktuell zum bestaussehenden Sitzungspräsident gekürt worden. Vom ADAC. Das ist Blödsinn. Die Regierung zieht mittlerweile alle Register. Boris Becker ist Bildungs- und Hoeneß Finanzminister. Ein Rauchverbot sind wir auch wieder quitt. Dank Gesundheitsminister Helmut Schmidt. Man hört Frau Merkel als Wintersportministerin sagen, in Loipen müssen ab sofort Streuwagen fahren. Nützt das denn jetzt, dass sie sich dann nichts mehr bricht? Leider nicht. Jetzt hat sie sich verletzt, ne? Unsere Langlaufhoffnung für Sochi. Letzte Strophe. Dann haben Rhetoriker bei uns entdeckt, dass uns sprachpolitisch unkorrekt das Wort Zigeuner sagt man heute nicht mehr. Man sieht jetzt Rotationseuropäer. Auch Negerkuss nimmt man nicht mehr in den Mund. Das heißt jetzt Schaumstoffbällchen mit Migrationshintergrund. Doch zwei Wörter pro Stunde ganze Klav. Kölle Alarm. Ich bedanke mich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bei euch. Wunderschöne Sitze noch. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ja, lieber Martin, dein Applaus. Ja, lieber Martin, ich glaube, das tut dir gut, wenn der ganze Saal steht. Und das kommt nicht von alleine, denn wer einen solchen tollen Vortrag macht, insbesondere am Schluss sein Krätzchen, das Krätzchen ist tatsächlich die Seele des Kölschen Fasteleers, dann hat man auch diesen Erfolg. Und wir können dir nur raten, bleib bei dieser Darbietungsart. Das ist der die Art, die wir in Zukunft haben wollen. Unser Martin Schops. Auf Martin Schops, Drehmer von Hetze, Kölle. Martin Schops, Festkomitee. Herzlichen Dank. Tschüss.